Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute der Montro. Und wir starten einfach mal. Das Geschlecht und Körperzüge, ja, können noch, ja, kommen. Normal nehmen wir auch. Ich liebe Spiele, die lange laden. Lange Ladezeiten sind das Schönste, was man haben kann. Ironieknopf deaktivieren. Ich schalte ihn nochmal an. Ach, ist das nicht schön, dieser Kreis da unten rechts? Lade, lade, lade. Deaktivieren. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Paris Produktion. Psst. Der tote Agent. Kannten Sie ihn? Er war ein Freund von mir. Das tut mir sehr leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman, die Entwicklungshelferin, mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie einen Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von meiner aus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Habe extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Es gibt einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr werdet beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Ja, ich kann mich auch nicht dran erinnern. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman. Achtet auf die Nase, das war das Kind. Nein, Papa, ich bring nicht den Müll raus. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr Sie sich abschotten, sich abhärten, auf El Sueño sind Sie nicht vorbereitet. Ja, dann los, ab zum Einsatz. Knifft raus und los geht's. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt, und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind eine Taskforce aus CIA, DEA und JSOC. Und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange einen Hasser von Yankees, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig, ich werd's auch sein. Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein.
Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pak Katari, Anführer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Kataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Santa, Santa Blanca, verhören. Ich habe extra schon mein Set mit der Kneifzange dabei. Ghost Recon Wildlands von Tom Clancy. Geschrieben und entwickelt. So. Bist du schon durch mit deinem Text? Ich bin mit einem durch, ja. Ich auch. Wie kommen wir jetzt zusammen? Ich versuche es gerade rauszufinden. Freund zum Spiel einladen. Da habe ich es gefunden. Was war's? Umschalttaste F2? Da stoppe ich die Aufnahme. Wie scheiße ist das denn? Naja, dein Intro ist doch durch. Dann lass uns die Aufnahme beenden und wir starten, wenn wir wieder hier im Spiel sind. Okay, dann schneiden wir zusammen. Bis gleich. Moin moin, mein Name ist nochmal Heinrich der Löwe und mit mir spielt nochmal der Montro. Hoi hoi. Jetzt zusammen im Spiel. Ist das nicht cool? Ostriakon Wildlands. Guckt euch diesen Bart an. Ist das nicht ein Prachtbart? Herrlicher Bart. Und diese Haare. Diese Haare sind geil, oder? Yeah! Also ich habe jetzt beim Intro nicht ganz zugehört, mein Intro sieht man auch nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Das kann man sich dann höchstens bei dir angucken, wenn einen interessiert. Es war irgendwas mit Santa Blanca töten und dann alles vernichten. Wir müssen. Achso, ich muss eh halten, um reinzukommen, ne? Bolivien killen. Okay. Ja, irgendwen dann töten. Farmer. Schnackermann. Ich kann es euch nicht hören, wenn ihr zweifelt. Wollen wir ihn gleich runter oder was? Zivilist getötet! Es funktioniert! Ja, toll! Jeeha! Komm in unser Land und rette uns! Bitte befreie uns von dem Bösen! Ja, das Töten von Zivilisten kann zum Spielende führen, ups! Okay. Die Fahrtmusik ist sehr lustig. Oink, oink. Also, wir sollen da oben rutschen. Ich höre den Typen nicht, der gerade was erzählt. Ich verstehe nicht. Ich glaube, das ist auch Radio, was wir da gerade hören. Ach so, dann ist es nicht wichtig. Okay. Ich glaube nicht. Oh, das Gegner? Nein. Oh, guck mal, die tanzen. Warte mal. Schießt du gerade auf? Ja, die ducken sich. Die tanzen jetzt nicht mehr. Sorry. Im wahren Leben schieße ich nicht auf fremde Personen. Ja, ja. Jetzt kommen wir im Feindgebiet. Ja. Das stimmt, das ist der Christ. Wie steige ich wieder aus? Achso. Ja, was machen wir? Cool reingehen oder alles plappen? Boah. Also da oben ist ein Gegner. Kann man den markieren? Wie kann man markieren? Ah. Wie hast du markiert? Wie hast du markiert? Ich hab den einfach angeguckt. Also C ist hinlegen. Kann ich nicht irgendwo ist ducken? Ja, hinlegen ist auch C, ne? Doppelt gedrückt. Ne, bei mir ist einmal C mit hinlegen und Steuerung ist ducken. Ah ja, so rum, Entschuldigung. Ich gehe einfach mal hinten rum. Okay. Ah, aufklären. Oh, oh, oh. Einführung. Markieren, okay, also drauf gucken ist markieren, Y ist Drohne benutzen und B ist Fernglas. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus Aufenthaltsort.
Warte, ich benutze mal meine Drohne, wenn ich eine habe. Du hast eine Drohne? Ja, ich hab eine Drohne. Warte, ich markiere Gegner. Wie hast denn die aktiviert? Y ist. Cool. Ja, ich habe einen Rucksack extra mit Drohne genommen. Okay, nee, habe ich jetzt nicht. Aber oh, ich bin zu weit weg. Aber du hast schon mal zwei weitere Feinde markiert. Mhm. Warte mal, habe ich auch eine Drohne? Y drücken. Oh ja, Porno. Okay, ich seh auch das Ziel, der steht da hinten. Telefoniert oder sowas. Oh, die Batterie geht leer. Hab ich jetzt meine Drohne. Ich glaube, ich habe meine Drohne. Ach ne, Cooldown, okay. Wo bist denn du? Ach, du gehst da hinten rum. Ah, ich habe sie verloren. Ja, ich dachte mir, ich schneide den Weg ab. Kannst ja versuchen, den einen da wegzuzimmern vor dir. Ja, habe ich gemacht. Hat einen 1A-Headshot abkassiert bekommen. Ich sehe zwar die beiden Punkte, aber ich habe keinen Sichtkontakt zu den nächsten. Ja, ich weiß nicht, bist du weit unten, ne? Ja, ich muss weiter hoch, bin zu tief. Okay, hier kann man die Waffen klauen von den Leuten, das ist cool. Jetzt habe ich eine Einführung hier. Ah, scheiße! Simultaner Schuss. B ist Fernglas, gut zu wissen. So, brauche ich jetzt nicht. Hast du Ich versteck mich hinter der Ziege. Hast du Sicht auf den einen da? Nur auf den linken. Okay, dann nimm den. Der an dir im nächsten ist. Ja, der da irgendwas rumtritt. Den Fußball. Ja. Okay, ich schieße auf den anderen. Oh, warte. Hast du jetzt gerade einen getötet? Ja, sorry. Warum redest du nicht mit mir? Ich dachte, das war okay. Ja, wir machen hier voll Absprache. Du siehst nur den Typen und denke mal hier voll rumballern. Ja, ich bin. Dafür schieße ich auf das Schwein. Oh, das arme Schwein, Mann. Ich schieß nur auf tote Schweine. Hier, da vorne ist der Typ, den wir befragen müssen. Ah, es gibt hier auch Brandfässer, ne? Die sind aber nicht rot, die sind grün-gelb. Meiner guckt die ganze Zeit über die linke links über die Schulter. Wie kann ich das ändern? Das ist doof. Oh, F ist Nahkampf. Und hier kann man Nachschub markieren. Ah, okay. Oh, Medikamente hast du bekommen, super. Oder haben wir bekommen? Hast du auch Punkte bekommen? Ja, 250. 250? Ich hab nur 50 gekriegt. Ich hab ein Ziel markiert. Er sieht mich, scheiße. Muss in Deckung gehen. E und Y funktioniert ja gar nicht, ja? Hä, wieso? Zur Seite nicken, meine ich. Ach so, nee. Weil der blinkt also ja rot, der sieht mich. Gegner, ne? Der da jetzt auf uns zukommt. Dann war es ein Gegner. Okay. Weil Zielperson ist noch weiter weg. Ja, ich weiß. Ah, jetzt guckt er wieder über die rechte Schulter. Aber auf Gebäude klettern kann man nicht so wie bei PUBG. Nee, aber man kann sich an die Wände lehnen. Macht das automatisch oder? Okay. Ja, macht automatisch. Wo bist du? Hinten. Zugriff, Zugriff, Zugriff! Zugriff! Go, 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 go! Ich hab einen. Scheiße. Du hast ihn getötet? Ich hab ihm doch nur einen kleinen Klaps auf den Kopf gegeben. Wie? Mit einem Schlag auf den Kopf stirbt er? Ja, ich dachte, man müsste F drücken, damit man den verhört, aber scheinbar ist es nicht F, sondern E. Ach so, E und F ist auch fast dasselbe. Ja. Das ist nur so ein kleiner Strich, der die unterscheidet. Also F haut dem Typen einen über den Kopf und dann ist er tot. Ja. Gut, dann brauche ich ja... Wo sind wir denn? Bei mir lädt er gerade noch. Ach so, ich bin schon drin. Nee, bei mir lädt irgendwie noch. Jetzt bin ich wieder drin. Ah, oh, es regnet. Jetzt habe ich dasselbe Problem wie du. Meine Spielfigur ist jetzt ganz rechts. Na toll. Er hat mich angeguckt. Ach, jetzt geht er wieder ganz links, okay. Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Ja, ich glaube, ich muss... Keine Ahnung, wie man das macht. Ich glaube, man muss nicht von außen rum. Das war ja eher ein Umweg bei mir. Sehen die überhaupt einen im Gebüsch oder so? Keine Ahnung. Boah, du musst so viel rumschießen. Kannst du das nicht mal präzise machen? Wir sind hier Auftragskiller. Wie macht man denn Einzelschuss? Einmal klicken. Warte. Okay. Ich klicke halt zu viel. Entschuldigung. Oh, hier liegen Leichen. Die haben unschuldige Leute gekillt. Die Schweine!
Und die hören scheiße Musik! Man kriegt die Musik kaputt. Dann müssen wir sie umso dringender töten. Ja. Cool, ich schieß auf den Fernseher und daneben gehen die Flaschen kaputt. Was hat denn der auf der Schulter gehabt? Er hat, glaube ich, gerade ein Radio hochgenommen. Ich habe durch das Radio in seinen Kopf... Ah ne, so eine Holzkiste. Ja, Holzkisten sind gefährlich. So, jetzt auf ein neues. Zugriff! Zugriff! Auf dem Klo? Du schlägst ja schon wieder. Achso. Nein, diesmal passt. Alles klar, ich verhöre ihn, ja? Ja, verhöre ihn mal. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaro, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Atoll gefahren. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Ausnocken reicht nicht. Beeilen wir uns, Leute. Amaro ist ein alter Mann. Er hat den Vorteil. Toll, kann man nicht töten. In dem Gebäude war einer! Ja, du hast jetzt mal aufgeschreckt jetzt. Du bist ein... Der hat ihn uns gerade gesehen! In dem Gebäude war... Ja, hier, oben! Ja, und? Hier unten haben wir jetzt erstmal alles mitgekriegt. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt bist du ruhig. Weil du so lange verhört hast. Ich geh runter. Der hätte ja vorher nicht lange stand. Mit cooler Abrollung. Wenn wir ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Welt. Simultanschuss, das tun wir nochmal. Leben, solange es nicht weiß, was weiß. Ja. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Jeep? Los. Das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. Achso. Ich dachte, du meinst ja gerade den Typen. Hätte ja sein können, dass er böse ist. Hier, wir haben es eilig. Mal eine Abkürzung nehmen. Oh. Ei! Yippie! Das ist nicht gut für Abkürzungen. Verfickte Scheiße. Ja, verfickte Scheiße. Scheißdreck, sagt er. Kacke. Toll. Ja, aber da kommt gerade ein Auto. GTA-Style. Ah nein, der ist abgebogen. Da kommt doch einer entgegen, da kommt einer hoch. Shit. Ja, ich hoffe, der biegt nicht ab. Ja, den ersten kannst du durchlassen, den will ich nicht. Den zweiten, der biegt ab, scheiße. Ey, echt GTA-Style geklaut hier, oder was? Ja, klar, drauf gezielt und dann ist er ausgestiegen, wie ein guter Mensch. Okay, wir nehmen die Straße jetzt nicht. Deine Abkürzung kostet uns Zeit. Ja, es ist ein LKW, der kann das. Scheißdreck. Was geht noch? Wir müssen aber in die andere Richtung. So. Der Ärmste, der geht den Abhang runter. Weg damit. Du verletzt die Leute. Ich scheuch die nur auf. Du tötest sie. Ja, das war nur... Achso, doch, den einen Zivilisten hatte ich ja leider erschossen. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Aber in Wirklichkeit war das kein Zivilist, in Wirklichkeit war es ein Massenmörder. Der Kinder so im Keller hatte und so. Alter, das leckt sich aber echt ein bisschen kacke. Der ist doch ein Kackwagen, den du hast hier. Oh nein! Ist ja kein Porsche. Oh, hast du sie gesehen? Sie ist doch gerade weggesprungen. Leider in der Spur den Abend. Ja. Verfickte Scheiße! Sagt deiner verfickte Scheiße? Ja, ich dachte, oder deiner. Irgendwer sagt verfickte Scheiße. Toll, jetzt hat er einen Genickbruch oder so. Ist das ein Feindgebiet oder so? Jo. Deswegen haben wir jetzt auch schön Mais gehalten. Damit wir hier observieren können. Warte, Drohne. Oh, hier Einführung für Tarnung. Hast du auch? Hab ich gerade weggedrückt. Man kann, ja, und, ja. Ich markiere schon Leute. Ich markiere Schafe. Ganz viele Gegner, ne? Ja.
Was machen die da? Oh nein! Scheiße, die haben meine Drohne gesehen! Viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Killschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gescheitert, bevor sie angefangen hat. Los geht's! Ach, du tötest schon. Na gut. Ich dachte, du bist aufgeflogen. Ja, sag doch mal, dass du tötest. Ich will auch töten. Na sorry, im Haus ist nur einer. Ja, stürme mal. Okay, ich dachte, das war der, ja. Hast du ihn getötet? Oh. Ja. Oh, war er nicht? Oh, scheiße, wo denn? Ach da! Hilfe! Ich lieg auf dem Boden! Ich stürme, stürme, stürme! Go, 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 go! Na, er guckt genau in die Tür. War das der Einzige? Heilen. Ja, ich glaube schon. Ich hab gut, dass ich nebenbei noch mal so ein Praktikum als Arzt gemacht habe. Ich hab dich gesehen. Agarraron a la persona que no debían. Da ist noch einer drin. Dijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias! Oh, schade, der Benzinkanister kann nicht explodieren. Ist er hin? Die Hühner lösen sich auf! Hühnchen explodieren. Schön. Hallo Lettermann, du kannst jetzt gehen. Ach toll, jetzt habe ich wieder links gucken. Aber ich gehe mal kurz in die Einstellung, wir werden mal gucken. Sind Sie Amaru? Ich muss sie leiten. Kommen Sie, wir bringen Sie hier Angriff, Licht umschalten. Bringen Sie Amaru nach Itaku irgendwas. Sichtmodus. Ist Sicht. Nee, das ist für Drohne. Passagier. Schussposition verlassen. Schussposition einnehmen. Ich mach das, ich fliege. Ich mach das, ich fliege. Hey, nun warte doch mal auf mich. Geh mal da einmal kurz ins Menü und der fliegt gleich weg hier. Ja komm, ich guck mal kurz Einführung. Shift und so nach oben und so, Essen und so, das wird schon funktionieren. Ich kann schießen hier. Ich hätte mir doch angucken sollen. Soll ich fliegen? Wie mach ich das Ding an? Ups, das war Steuerung. Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Soll ich fliegen? Ja, ich steig aus. Übrigens liegst du nicht auf dem Fliegerplatz, vielleicht liegt das daran. Ach so. ich kann jetzt nicht einsteigen? Warum kann ich nicht einsteigen? Keine Ahnung. Achso, jetzt Passagier? Er kommt auch, okay. Go. Whoopi! Vielleicht konnte ich deswegen nicht fliegen. Ja, vielleicht muss man auf dem Fahrrad. Wo bringt ihr mich hin? Zu ihren Freunden. Entonces Pacatari hat also einen Handel mit den Malditos Extranjeros geschlossen, die Seltenheit. Klären Sie das unter sich. Signore. Ich würde aber nicht so da draußen sitzen, ne? Nee, also draußen. Aber es ist da wohl kein Platz mehr. Da ist doch eine Kiste hinten drin. Darum sitzt er draußen. Achterbahn! Alter, ich bin ein. Ich hoffe, du kannst das Ding auch sauber landen, ne? Nee. Ich glaube, dann explodieren wir oder sterben. Okay, sachte, 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 sachte. Sachte. Das war's. Sachte. Langsam runter. Hier ist deine Waffenkiste. Fertig. Super gemacht. Ist ja easy peasy. Ja, voll easy. Ausrüstung nehmen. Achso, muss ich da. Nimmt er automatisch, okay. Schon immer. Ich wollte jetzt auch keinen Scharfschützen. Munition und so, ne? Ja. Doch, Scharfschützen wäre schon gut. Einführung in Waffen. Oh ja, Waffeneinführung. Ändern Sie Ihre mitgeführten Waffen. Okay, jede Waffe. Maschinenpistole austauschen gegen eine. Oh, ich habe 3 Fertigkeitspunkte übrigens auch. Wo sehe ich die denn? I? Ich bin jetzt hier gerade in diesem Dingsmenü. Ah, 4 Fertigkeitspunkte. Oh ja! Wie kann ich denn jetzt die Waffe ändern? Ach da. Jetzt habe ich eine Drohne. Drohne, Batterie, Nachtsicht, Reichweite. Ach, ich nehme die Reichweite. Yep. Oh, schallgedämpft. Jawohl, passt. Fertigkeiten. Drohne, Waffe, stabiles Ziel. Ich glaube, ich habe schon alles ausgegeben. Dann machen wir hier mal stabiles Ziel. Wie geht denn das auswählen? Ich habe einfach einen Reiter genommen und draufgeklickt und hat das genommen.
Aber ich glaube, ich habe jetzt alle 4 Punkte dafür ausgegeben, wenn ich das gerade richtig sehe. Ach so, ich habe einen Fertigkeitspunkt für Drohne, einen für Objekt und einen für Trupp. Ach so. Nachtsicht ermöglicht bessere Drohnen durch Licht. Oh, Nachtsicht schaltet echt an. Wie kann ich das jetzt auswählen? Draufklicken. Ich habe es ausgewählt, ich kann nichts mehr anderes auswählen. Ach so, auswählen. Nee, ich kann nur Reichweite nehmen. Es gibt nur Reichweite. Ach so. Ach so, und oh, scheiße, ja. Das war's. Drohne, das war's. Toll. So, Ausrüstung. Ich dachte, da gab's jetzt 3 Fertigkeitspunkte. Es stand doch 3. Na egal. Ich habe jetzt ein Scharfschützengewehr. Wie hast du ein Scharfschützengewehr genommen? Hier in der Kiste. Achso, ich hab's ja auch. Aber Ausrüstung musstest du auf 1 drücken. Achso, okay. Aber nee, ich bleib bei dem Sturmgewehr. Okay, ich bin glücklich. Dann bist du jetzt der Scharfschütze. Ja, Munition aufnehmen. Klack. Und dann gehen wir hier rein und dann gewinnen wir. Komm mit, Junge. Ach, der ist jetzt dir gefolgt. Ich dachte, der folgt mir. Nein, das ist mein. Okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht... Waren nicht. Heißen die beiden Juri und Polito? Sie. Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefolgt. Ich verstehe mal Burrito. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen. Vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Kampa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt genau. Computer, verhört feindliche wir werden Leute, alles sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Alles klar, weil wir drehen jeden Stein um. Infos sammeln, Leute verprügeln. Und jeden Stein umdrehen, nicht vergessen. Mit jeder Kugel wird jeder Stein umgedreht. Genau. Also, jetzt gibt's Rabatz. Guter Anfang, Erfolg freigeschaltet. Einsatz abgeschlossen. Aufgepasst. Bowmans Datei zu Judy und Polito kommt rein. 350 Knippe. Juhu. Video verfügbar. Das ist die Info zu La Judy und El Polito. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Oh mein Gott. Euch Bowmans Briefing zu ich guck's mal an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro. Hab ich gedrückt, da komme ich auf die Map. Achso, ich auch. Warum sagt er da Video angucken? Genau. Aktiv in den sozialen Medien. Was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Da ist ein Leutnant, den können wir verhören. Was ist das? Hier kommt ein Leutnant auf uns zugefahren. Echt? Ach, schade, er fährt weiter. Hör, schnell den Hubschrauber. Schnell. Nicht den Passagier. Aber wir können auch nachforschen. Ja, ich sehe gerade. Ja, komm. Testen wir jetzt dann. Oh. Ja, okay, nachforschen. Bla 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 bla. Okay. Erstmal machen wir hier den Typen. Achso, wir müssen erstmal Informationen sammeln, schaltet einsetzen in der Provinz. Und dann scheinbar irgendwie Leute töten zu müssen. Wie kann ich nochmal den Sitz wechseln mit dem Helikopter? Ich werde jetzt einfach mal eiskalt hier lockern. Ich würde gerne mal von oben den Typen platt schießen. Ja, den dürfen wir nicht platt schießen. Oh. Ich bin. Polizei! Raus da! Aus dem Auto, sofort! Das ist nicht schwerer als nötig. Los geht's! Kommst du mal rein da, Scharfschütze? Oh, salamalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Die Rebellen machen Santa Blanca die Hölle. Ich folge denen doch! Ich wette, die Kartellarschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Karma kann so scheiße sein. Oh! Der ist bei mir einfach mitten auf dem Motor aufgespawnt. Oh! Die gehen gar nicht kaputt! Und ich fahre scheiße an. Feuer frei! Ja, der hat es gepanzert. Ach, auf die Reifen! Jetzt bleib stehen! Oh nein, jetzt ist er weiter. Der Wagen sieht echt scheiße aus. Oh, wir werden von der Basis angegriffen. Fuck. Jetzt aufstehen! Ich komm hier nicht raus! Du musst den abhören!
Verhör du ihn! Zurückfallen! Ah, ich gehe hier mit Antworten raus oder mit deinen Ohren. Deine Wahl. Oh, ich glaube, der eine Typ ist gepanzert. Oh, verdammt. Voll so ein Wespennest. Scheiße. Wie lange hältst du durch? Noch 30 Sekunden. Hast den. Helikopter, hoch von oben, hinter dir. Das war nicht so gut. Ich hab Fertigkeitspunkt oder sowas, keine Ahnung. Ich hab irgendwas gedrückt und ich wusste nicht, was ich drücken muss. Wir sind gerade echt sowas in so einem Feindeslager. Ich glaube, der war so ein bisschen gepanzert oder so, der Typ. Ja, der, also der Wagen auf jeden Fall, den mussten wir jetzt ganz schön zerballern. Nee, auch da war, auf der auf mich geschossen hat. Also. Ein paar Kataris in der Leitung. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Stellen Sie durch. Hola, Kumpane. Ich hab ein Problem in Itakua. Und Bowman hat mich an dich verwiesen. Meine Leute in Itakua brauchen Hilfe. Es gab viele Verluste durch wieder. Das Kartell und die Grauen von Yuri Ippolito haben sie mutlos gemacht. Wir können, das die ist Flamme der Revolution ist fast erloschen. Lass stecken, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen den Vorposten können wir platt machen. Ja, warte, weil ich lässt ihn noch erstmal ausreden. Katari. Pack Katari. Schon erledigt. Gut, Einführung Rebellen. Rebellen sind Verbündete, die ihnen helfen, bla bla bla. Rebellenposition schalten, bla bla bla. Okay. Habe ich schon vergessen. Bowman hier Nomad. Was haben Sie über San Mateo? Verdammt, da ist ein Minigun. Während der letzten Jahre sind viele Leute in dieser Provinz verschwunden. Jetzt. Politiker, Sympathisanten, Glück, Rebellen. Jeder, der dem Kartell das Leben schwer macht. Okay, das Scharfschützen gewesen, nicht wirklich Scharfschützen. Wir reden hier über hunderte von Menschen, also, von hinter dir. Santa Blanca steckt ein Alarm ausgelöst. Aber es wurden nie Menschen gefunden. Geil. Krieg. Können wir das MG umbauen? Die Familie braucht ein Lager. Wartet. Ah, scheiße, schon wieder dieser gepanzerte Typ, ey. Ich heil dich mal schnell. Ja. Der ist ein bisschen lahm. Und dann kommt doch schon der Helikopter. Hast du den von hinten getötet, der mich da... Ja, müssen wir hier aber weg. Nicht von der Front. Okay. Ich glaube, links der Helikopter ist nicht gut. Na, warte, ich gehe mal kurz mit der Drohne gucken, was hier liegt. Ah, ne, kann ich gerade nicht. Ist noch Dings. Abklingzeit. Hier können wir hoch, oder? Nee. Oh, noch eine größere Minigun! Schnell weg da! Ja, der Typ ist tot. Kann man hier nirgendwo hochklettern? Ich will hier hochklettern. Oh. Ich guck mal, was hier im Lager ist. Da ist ein Loch, noch ein Dritter. Okay, eine Flakstelle. Alter! Raketenabwehr, oder? Mhm. Ah, ich bin auf dem Dach. Oh, sehr gut. Oh, da ist der gepanzerte Typ. Okay, die sind alle hinten am Haupteingang. Wo bist denn du? Okay, ich hab die Aufmerksamkeit. Ja, von hinten. Wo? Ach, da. Hier oben bin ich. Über die Kiste und... Der mit der gepanzerte ist genau da. Die haben wir Granaten oder so? Ja, die. Ich schmeiß mal. Granate. Ja, ich auch. Doppelt hält besser. Er lebt immer noch, Alter. Oh. Na klasse, auch noch der Alarm. Ja, egal. Ja, haben wir ihn jetzt zusammen gekillt? Nee, der ist noch... Oh, da ist er! Er ist tot. Scheiß Dreck. Okay. Hast du gut platt gemacht. Was gibt's denn hier? Nachschubabfälle finden, Rebellenoperationen finden, Ausrüstung finden. Ah, Rebellen. Nee, nehmen wir Rebellen. Ich weiß, wo ein Kartellsender steht. Der muss weg. Hier sind die Daten zu einer Kartellantenne, die aufs Abschalten wartet. Hier ist auch was. Ah, hier kannst du Nachschublager finden. Okay, Nachschublager finden.
Der Alarm ab ausmachen wäre ganz cool. Na was? Den Alarm zu deaktivieren. Müssen wir bestimmt zu dem Lautsprecher auf der Map. Nachschub gefunden. Oh yeah. Ich bin hier an dem Lautsprecher gedöns, aber hier kann man nichts kaputt machen oder so. Aber ich sehe auch keine Gegner mehr. Ah, ich habe hier jemanden, der ist gefangen. Oder mehrere. Oh, cool. Ich bin hier bei dem MG. Soll ich die befreien, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Ne, lass mal warten. Nachher müssen wir die noch wegtransportieren. Da habe ich keinen Bock. Was sind hier in diesen ganzen Gebäuden hier? Ja, aber irgendwie nichts. Also da hier in dem Kleinen waren Informationen drin. Hier vorne ist ein Auto. Oh, hier. Sprengen. Sprengen. Oh. Wer hat mich... Ah, hier in einem Geschützgebäude. Ich sehe... Ja, warte mal. Ich habe keinen Schalldämpfer mehr, ne? Hey. Nur zur Info. Hier sind blöde Türen, die kann man sprengen, aber ich hab nichts zu sprengen. Vielleicht müssen wir noch was finden. Vielleicht gibt's ja was zum Sprengen. Panzerfaust oder so. Ja, irgendwie müssen wir auch bestimmt die Flak kaputt kriegen oder so. Ja, würde ich auch sagen. Also hier kann man irgendwie Zeug sprengen. Ah, Munition habe ich gefunden, aber es interessiert keinen. Wo ist Munition? Hier bei mir. Gab's wieder eine Granate? Ja, Splittergranate, zwei Stück okay. Habe ich jetzt. Ja, weiß nicht, wie viel ich vorher hatte. Ja, null. Vielleicht können wir damit das Gebäude sprengen. Oder die Tür aufsprengen. Ja, ich wollte hier nochmal die ganzen Zelte durchgucken. Ah, hier ist. Nachschub. Mittlere Maustaste ist Dings hoch wechseln. Aber bin ich vorbeigelaufen vorhin, scheiße. Gucken, ob die Tür aufgeht. Jawohl, mit Granate geht die Tür auf. Gut. Tack, 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 tack. Alter! Hinter uns ist. Oh! 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 Das ging aber schnell! Alter! Die sind ganz schön böse! Alter, wir kriegen ja so übelst auf die Fresse. Mhm. Wir haben normal eingestellt, oder? Ne, wir haben auf schwer eingestellt, fällt mir gerade ein. Oh. Wieso haben wir auf schwer eingestellt? Das ist, wir haben auf schwer eingestellt. Extra hart. Du hast schwer eingestellt? Ja. Yeah. Nein, habe ich nicht. Ich bin immer noch am Laden. Wieso bin ich schneller beim Laden als du? Weiß ich nicht. Nomad hier. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Aber mir lädt's auch die Ewigkeit lange, also ich weiß nicht, ob da irgendwas ist, oder? Die Familien brauchen einen Anhaltspunkt. Und dann machen Sie dem Scheiß. Ein Alarm kann feindliche Helikopter herbeirufen. Zerstören Sie den Stromanschluss, um den Alarm auszuschalten. Okay. Stromanschluss. Wie sieht man den auf der Karte? Ja, der sind so Lautsprechersymbole. Na, bisher noch nicht, weil wir müssen das wieder entdecken, ne? Aber müssen wir alles von vorne machen? Ja. Aber man kann Informationen, hier sind überall Informationsordner auf M. Ja, die habe ich doch geholt gehabt. Aber wir haben noch bestimmt, ich habe alles wieder verloren. Nee, die Informationsordner haben wir natürlich nicht, aber... Ich habe hier noch Montro 87, Netzwerkstation, beitreten oder ablehnen. Hä? Ich sag ja, keine Ahnung. Sprengen Sie eine der Stationseingänge. Du hast eine Mission aktiviert. Okay. Oh, hier können wir rein. Einführung mit Schalldämpfer habe ich doch schon alles, leck mich. Oh, leck mich um euch. Hier können wir reinklettern. Scheiße, der hat mich gesehen von hinten. Schuss gehört. Noch ist kein Alarm an. Ah, die haben den Schuss gehört. Aber noch ist kein Alarm an. Ja, aber wir sind jetzt gejagt. Steht unten rechts auf der Karte. Stimmt. Wenn wir gejagt sind, können wir auch die... Ja, warte, ich spreng hier wieder die Tür. Warte, ich warte mal. Ich mach auf. Oder so. Ich komme. Oder wir müssen doch nicht alles nochmal machen, sondern nur den Part, wo wir... Hier, warte, Granate rein. Granate rein. Granate fliegt.
Zurückfallen. Granate. Oder? Du schmeißt noch eine, ja, das bin ich. Aber nicht getroffen. Verdammt, ey, die machen aber auch Schaden. Okay, sicher. Oh! Ich wollte gerade. Warte mal, ich werde einmal. Ja! Ja! Wenn jetzt noch die Gebäude kaputt gehen würde, wäre geil. Wo lebt denn noch was? Hier oben! Ich will auch verdammt, Spaß! Ah, verdammt! Hinten, hier die Treppe hoch, da kommt einer! Ich heile dich. Oh, ich heile dich am Schwanz, oder was? Du liegst auch bei mir in der Treppe! Verdammt, wir müssen schneller sein, wenn wir den Scheiß abschalten wollen. Okay. Nebeneinsatz gescheitert. Ah, toll, warum das denn? Keine Ahnung. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Scheiß abschalten. Haben wir irgendwas auf dem Dach verpasst? Ich bin gleich eine Etage höher gegangen. Hier ist, Dokument aufnehmen. Okay. Hast du auch ein Dokument bekommen? Ja, Dokument aufnehmen, ja. Ah, okay, jetzt habe ich bekommen. Wir müssen doch alles einzeln machen. Also wir sind zwar als Team zusammen, aber... Ja, aber Informationen und so ein Kram nicht, oder? Ne. Wir sind jetzt wieder gejagt. Können wir die Tür öffnen, den, ne? Ich weiß nicht... Ne, warte mal. Geh mal weg. So kann man Türen auch. Ja. Oh. Oh. Er hat mich gesehen. Die Kugeln gehen auch so ein bisschen vom Stacheldraht ab. Oh, jetzt haben sie Alarm an. Ich hab den Alarm aus. Nee, ist bei mir noch an. Ach, da hinten. Geil! Oh, 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 hinter uns! Da, flieg schon wieder. Fall doch nicht immer um! Du versteckst dich immer! Ich guck doch nur vom Dach! Gut, dann gehst du Scharfschütze, bleibst hier und ich geh runter. Sind hier noch welche? Nein, die kommen ja schon zu uns. Ich kann aber nicht über die Brüstung gucken, das ist ein bisschen krank. Unten sind ganz viele, zwei Stück oder so. Ich komme. Ah, Granaten! Ja, das war der Gepanzerte. Oder? Nee, der liegt kein MG. Stimmt, der hat ein MG. Oh. Das nehme ich. Haha, zu spät, mein Freund. Du bist Scharfschütze, ich bin der MG-Mann. Verdammte Axt. Aber ich glaube, jetzt sind wir... Meinst du? Oh, Granate! Ich weiß nicht, ob wir noch... Sind hier noch welche? Ja, hier hinten gab's gerade einen Punkt. Es gibt diese Warnpunkte. Er ist tot. Haben wir. Dann gucke ich nochmal hier hinten im MG-Nest. Ist keiner. Oh, hier gibt's. Was gibt's denn hier? Hier ist eine Waffenkiste. Und was ist drin? Scharfschützenlauf, langer Lauf. Hast du den auch bekommen? Nee, habe ich nicht bekommen, weil ich wurde gerade gesehen irgendwo. Komm mal hierher. Warte, ich komme zu dir. Ja, das ist der Typ in dem Buch, oder? Ja. Ach, jetzt wird mir der Punkt auch angezeigt. Kann ich gebrauchen. Ja, gucken wir später. Munition haben wir hier auch gleich. Perfekt. Ich gehe nochmal zu den... Ich habe jetzt... Ich sehe eine montierte Waffe. Vorhin zwei, hier einmal. Ach, diese okay, aus der Hüfte schießen ist ja mal voll kacke. Die markierten Sachen, die wir markiert haben, gelten weiterhin als markiert. Welche markierten Sachen? Wenn ich jetzt irgendwie, ich hatte vorhin die Medizin gefunden.
Das habe ich vorhin markiert, wir sind gestorben und es ist immer noch markiert. Ja, und hier in dem Häuschen habe ich hier ganz viele Sachen markiert. Oh, hier ist noch ein Nachschub markieren. Ja, gut, das gilt wohl für uns beide, mach mal. Ja. Wir setzen eine Markierung, ja, hier war noch damit die Rebellen den Nachschub finden. Warte mal, ich schmeiß mal hier kurz eine Granate drunter. Jawohl! Oh, das geht. Er zeigt mir noch die Gatling Gun an. Ja, aber schon. Was hast du noch, Dokumente gefunden? Ja, die waren in dem Haus. Ja, die hatte ich markiert gehabt, die sind jetzt auf der Karte markiert. Okay. Das scheinen wir auch zusammen zu machen. Ja, jetzt müssen wir noch die Geisel befreien, oder? Ja, was ist hier drin? Ich weiß nicht, kann man das noch auf der Karte sehen? Hier, Vorposten. 3 Miniguns, ein Raketenwerfer, ein Stromgenerator. Okay. Wo ist der Stromgenerator? Sollte man den kaputt... Okay, Stromgenerator kaputt. Du hast gerade geschossen, okay. Die Miniguns sind mir auch noch angezeigt. Sollen wir die auch kaputt machen oder sollen wir die behalten? Nee, der Rest wird ja nicht aufgelöst. Ich mach jetzt mal den Käfig auf. Ja. Kann ich nicht. Wieso kann ich nicht? Hä? Okay, ist öffnen. Achso, ich wollte gerade drauf schießen. Los, ihr seid frei. Raus. Nicht im Wagen, nicht im Wagen. Erfolgreich. Haben wir ja? Oh, die sind bewaffnet? Ah, die helfen uns jetzt. Haben wir den jetzt erfolgreich Gangsters. Ich weiß es nicht. Vorposten. Minigun ist noch an. Installation, 3 Minigun, ein Raketenwerfer, ein Stromgenerator. Ja, aber Raketenwerfer ist kaputt, Stromgenerator ist kaputt und Warte mal, ich geh jetzt mal so eine Minigun versuchen zu schrotten. Mach ich auch mal. Vielleicht, weil die... Ich sehe eine montierte Waffe. Ja, montierte Waffen sind geil, mein Freund. So, kann ich die kaputt schießen? Nein. Okay, Granatenzauber. Granate kommt, komme mierda, culeros. Nö. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Minigun ist noch heile bei mir. Ja, bei mir auch. Wie können wir diesen Außenposten jetzt übernehmen? Oder war in dem Haus jetzt hier noch irgendwas drin? Also, ich habe ja auch keine Info gerade, oder? Wieso kann ich keine Türen öffnen? Was ist das für ein Typ? Kommunikationszentrum, das die südliche Grenze kontrolliert. Ne, irgendwie nicht. Ups. Nein. Ah, nicht Blitzreise. Bist du scheiße? Abbruch. Abbruch. Hier gibt's aber auch nichts mehr. Oh, man kann in den Gepäckraum steigen. Ich bin weg. 3, 2, 1. Montro, such mich. Komme. Du machst eine Granate hoch und die sind hier ganz aufgeschreckt, die drei. Na, hier kann man wieder Munition sammeln. Toll. Der kann nicht über Stacheldraht. Ja, Stacheldraht tut hier auch weh. Das ist ein Kampfmann hier. Der kann ja wohl so ein bisschen anstrengen, kann er sicher. Tja. Ah, ich hab ihn super versteckt, du findest mich nie. Hat das jetzt geklappt oder hat das jetzt nicht geklappt? Wo könnte nur der Vlad sein? Keine Ahnung, wo der sein könnte. Ich heiße Heinrich. Wo ist der denn? Kalt, ganz kalt! Hey, du Sack! Ich glaube, es ist heiß. Also das Auto ist auf einfach heiß. Ja, okay, das war heiß. Aber brennt selber nicht, bei mir kommt jetzt eine Brennanimation. Oh, jetzt verrecken wir beide nicht. Ja. Irgendwas markiert auf der Karte? Ja, aus Versehen, das ist irgendwie okay. Pläne suchen, unbekannter Ort, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was wir machen müssen. Außenposten eingenommen. Na, ich würde erstmal sagen, wir können ja erstmal einen Break machen, das ist jetzt die erste Aufnahme. Sind schon 42 Minuten dabei. Ja, können wir machen. Und haben ja schon ganz gut was gemacht, ne? Gefailt und gewonnen. Und gefailt und in die Luft gesprengt worden.
vom Kameraden. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte liken oder ein Däumchen nach oben, wäre ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und haut rein, oder? Wiedersehen. Tschüsseli. Ciao.